Ja, liebe angehende OER-Fachexperten und Fachexpertinnen, heute schauen wir ein wenig über unsere deutsche Grenze hinaus und werfen einen Blick nach Österreich. Ich freue mich sehr, für das kurze Interview David Röttler gewonnen zu haben. David Röttler ist Experte auf dem Gebiet der Social Media, des digitalen Lernens und auch der Entwicklung und Begleitung von internationalen Projekten. Hallo David, danke, dass du dir Zeit nimmst und uns auch die Zeit schenkst und stehst uns auch für Antworten auf verschiedene Fragen zur Verfügung. Wir beide persönlich kennen uns schon seit einigen Jahren über verschiedene Projekte, verschiedene Veranstaltungen. Und mit deinem Namen, wenn ich so einfach nach innen blicke, verbinde ich immer die Plattform werdedigital.at. Liege ich damit richtig? Kannst du uns vielleicht etwas über dich und deine Projekte erzählen? Genau. Also ich bin ja seit 18, 19 Jahren mit Erwachsenenbildung befasst und sehr oft hat es irgendwie einen digitalen Connex gehabt. Und ja, also insbesondere dann Mitte der 2000er Jahre, als das Web 2.0 kam, fand ich das ganz spannend als ja, viele neue Möglichkeiten auch der partizipativen Medienproduktion, die haben mich immer sehr, sehr interessiert. Ja, und seit 3, 4 Jahren gibt es die Plattform werdedigital.at und wir versuchen da für eine relativ große Zielgruppe immer wieder Impulse zu setzen, sich mit digitalen Medien zu beschäftigen. Und eine Hauptaktivität von Werde Digital. Es gibt noch ein Schwesterprojekt, das ist Digi4 Family, sind Webinare. Also bei Werde Digital sind es einfach alle möglichen Digital-Themen. Und bei Digi4 Family wollen wir insbesondere Eltern ansprechen. Ja, da geht's um ganz genau um Smartphone-Nutzung oder um spannende Apps für die Freizeitgestaltung in der Familie. Oder zuletzt hatten wir was über Drohnen oder Making, also ganz breite Palette. Okay, ich danke dir. Das heißt also, das Digitale steht in jedem Fall im Vordergrund. Was mich interessieren würde, wie häufig begegnen dich OER, also Open Educational Resources, bei deiner Arbeit und welche Rollen spielen auch freie Lizenzen in dem, was du machst, in den Projekten oder auch Veranstaltungen oder Formaten, die ihr anbietet? Genau, also ich glaube, für uns ist es wichtig, dass unsere Bildungsformate, also die Webinare, aber auch die Publikationen möglichst offen zugänglich sind. Und das betrifft also einerseits den Prozess, also das heißt, zu den Webinaren muss man sich nicht mal anmelden, man kann sich einfach auf den Link klicken, muss auch gar nicht mal den richtigen Namen eingeben, könnte also auch ganz anonym teilnehmen. Gleichzeitig werden die Webinare auch nochmal live gestreamt auf Facebook oder YouTube. Das heißt, auch dort kann man nochmal teilnehmen. Und auch Texte oder E-Books, die wir veröffentlicht haben, sind unter CC-Lizenzen. Genau, also auch die Aufzeichnung natürlich der Webinare ist unter CC-Lizenz. Ich meine, ich weiß nicht, ob jemand schon die Inhalte jetzt genommen hat und weiterverwendet hat, aber es ist ein Teil Zugänglichkeit zu den Inhalten zu schaffen. Aber viel wichtiger ist mir fast noch auch die Zugänglichkeit zu den Prozessen. Mhm. Also dass die Bildung also auch schon in digitaler Form oder das Format, die Webinar digital ist und daher ortsunabhängig. Mhm. Super. Das heißt also, die Offenheit wird jetzt auch noch weiter erfasst, als nur jetzt irgendwie freie Lizenzen zu verwenden, sondern es geht hier auch um freie Zugänge, um niederschwelligen Einstieg auch in die Formate. Wunderbar. Mhm.
zu diesem niederschwelligen Einstieg in die Formate kann auch sein, dass wir, also ich war auch Teil des EB-MOOC-Teams, das jetzt diesen großen MOOC zu den digitalen Tools im Frühjahr 2017 durchgeführt hat. Und da gab es also auch eine Reihe von Präsenzbegleitgruppen und ja auch einfach um Zugänglichkeit zu dem Format MOOC zu erhöhen. Und was Ähnliches probieren wir auch mit den Webinaren, dass wir also zum Beispiel in so Seniorenbildungszentren kann man sich dann treffen und auch dort von dort eben aus an dem Webinar teilnehmen. Okay, das heißt also, ihr verbindet auch ganz bewusst so das Treffen in der Präsenz mit digitalen Medien, also im Prinzip auch ein Mix, um die Menschen mehr ja auch zu ermutigen, genau, digital einzusteigen. Genau, also das ist manchmal ein mit ein Angebot. Aber wichtiger ist es einfach, dass die Inhalte digital verfügbar sind. Und das ist üblicherweise, sollte das ja noch zugänglicher sein, wenn es einfach nur digital ist. Und weil Ort, da muss man hinkommen, man muss anreisen, das ist vielleicht zu weit weg. Es ist mit höheren Kosten verbunden, üblicherweise, als einfach nur der digitale Zugang. Okay. Schauen wir mal so ein bisschen weiter ins Land, nach Österreich. Welche, kannst du uns so ganz kurz vielleicht paar Sätze erzählen, welchen Stellenwert oder wie steht es um Open Educational Resources in Österreich? Gibt es da Initiativen, gibt es irgendwas von Seiten vielleicht der Politik, was in diese Richtung gemacht wird? Wie sieht es aus? Genau. Also ich glaube, ein interessanter Punkt könnte tatsächlich sein, auch die Förderpolitik, also wenn also Bildungsprojekte finanziert werden. Und da ist man jetzt noch nicht so weit wie die Europäische Union. Also es ist ja so, dass im Bildungsprogramm Erasmus Plus, dass eigentlich klar ist, dass die Ergebnisse als in offenen Lizenzen zur Verfügung stehen müssen, der Öffentlichkeit. Das ist jetzt in den formalisierten Finanzierungsrichtlinien der öffentlichen Stellen, soweit ich weiß, noch nicht geschehen. Ja. Aber es gibt schon natürlich das Bewusstsein jetzt auch bei den Fördergebern, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Und ja, natürlich gibt es auch einige Projekte, die, glaube ich, auch über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt sind, wo offene Ressourcen, also die Verwendung einer CC-Lizenz ein ganz wichtiger Bestandteil des Projekts ist. Ja, also zum Beispiel die IMOX-Plattform, muss man sagen, IMOX auf Steirisch, soweit ich weiß, immer noch die einzige österreichische MOOC-Plattform. Das sind also alle Lernmaterialien OER. Super. Ich habe so ein bisschen auch auf der Webseite von Werte Digital AT rumgestöbert und gefunden, dass ihr dort sehr viele auch Dossiers und E-Books etc. Zur Verfügung stellt. Und da bin ich gestoßen auf einen Leitfaden, das neue Arbeiten im Netz. Das war, glaube ich, aus dem Jahre 2015. Und dieses Dossier ist auch unter Creative Commons SA veröffentlicht. Und was mich aber dabei fasziniert hat, dass dieses Dossier jetzt nicht von einem oder zwei Autoren geschrieben wurde, sondern da haben laut der Beschreibung insgesamt 70 Blogger und Bloggerinnen teilgenommen, jetzt als Gemeinschaft, als Autorengemeinschaft. Bist du in dem Projekt auch involviert worden? Kannst du etwas dazu sagen, wie das Ganze funktioniert hat? Ja, also wir haben, ich weiß gar nicht mehr, hatten wir einen öffentlichen Aufruf? Wahrscheinlich war es irgendwie eine Kombination aus öffentlichem Aufruf, dort Artikel vorzuschlagen. Und wir haben natürlich auch Leute angesprochen. Und es gab dann einfach kurze Guidelines für die Autorinnen und Autoren. Und dann stand ganz klar drinnen, also Beitrag ist auch honoriert worden, aber es stand ganz klar drinnen, okay, Beitrag wird unter CC-Lizenz veröffentlicht. Okay. Und ich meine, gerade bei den Autoren, die wir dort gewonnen haben, war natürlich auch das Bewusstsein dafür da. Und
das hat Ihnen auch gefallen, dass das eine relativ offene Publikation dann wird. Super. Und es hat dann auch funktioniert. Klar, muss ja funktioniert haben, sonst wäre das Dossier ja nicht erschienen. Und die Zusammenarbeit auch in der Community, ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt insgesamt der Open-Bewegung, dass man eben mit anderen auf gleicher Augenhöhe auch zusammenarbeitet. Ja, prima. Ich habe es auch gesehen, es gibt auch noch andere Dossiers auf der Webseite. Nicht auf allen ist ersichtlich, dass die unter freien Lizenzen stehen. Okay. Ist das... Das ist dann ein Fehler passiert. Okay. Das ist dann beim Layout ist das irgendwo untergegangen und es ist übersehen worden. Aber grundsätzlich sind alle Inhalte, die auf der Website sind, CC lizenziert. Ah ja, super. Okay, weil es könnte auch sein, dass es irgendwo, ich habe es nur nicht gefunden, dass es da drin steht. Aber das ist schön, wenn diese Materialien, weil da sind also zum Teil sehr interessante Inhalte auch, die man meiner Meinung nach auch sehr gut für andere Zwecke auch noch mitverwenden kann. Ja, super. Ich danke dir jetzt schon für diese vielen Antworten und jetzt hätte ich nochmal eine Bitte zum Schluss. So deine ganz persönliche Meinung. Was meinst du, welche Vorteile ergeben sich, wenn Trainer, Trainerinnen, Dozenten, Dozentinnen und alle Akteure und Akteurinnen der Erwachsenenbildung sich den freien Lizenzen öffnen und überhaupt der OER-Materialien und der OER-Bewegung? Welche Vorteile können die dann für sich auch dadurch gewinnen? Ja, ich glaube, der größte Vorteil ist, oder ein sehr großer Vorteil ist sicher auf einer so ganz persönlichen Ebene. Meine Hauptmotivation eigentlich, meine eigenen Inhalte unter offenen Lizenzen bereitzustellen, ist, dass ich hoffe, dass sie Verbreitung finden. Und dass jemand einfach dann einen Artikel von mir nehmen kann und selbst veröffentlichen kann oder als Kursmaterial weitergeben kann. Ich meine, ich selbst bin froh, dass ich auf Flickr oder Pixabay oder so viele Fotos finde, die ich unter den jeweiligen Bestimmungen dann nutzen kann. Dass ich jetzt wirklich da Artikel rauskopiert habe und wieder neu zusammengesetzt oder alles Mögliche, das habe ich eigentlich noch kaum genutzt. Oder ich habe, ja, also es kommt natürlich vor, dass ich irgendwo mal eine Präsentation nehme von Slideshare oder irgend so und die wieder dann neu einzelne Folien vielleicht mir raushole oder einzelne Grafiken mir rausnehme. Ja, aber oft ist so vieles verfügbar und dann genügt es mir auch oft, irgendwo hinzulinken und ich brauche den Inhalt ja gar nicht kopieren und dann ist es mir eigentlich egal, unter welcher Lizenz der verlinkte Inhalt steht. Und so kann ich ja immer noch sehr, sehr frei alles Mögliche zusammenstellen. Ja, also auch ein YouTube-Video, das gar nicht unter irgendeiner CC-Lizenz steht, wird verlinkt oder wird eingebettet. Mhm. Und es ist mir egal, unter welcher Lizenz das war. Okay, ja, sofern es Linken einbetten und so weiter geht, ist das möglich. Ich denke, die Vorteile von freien Lizenzen fangen wirklich dann an, wenn man eben, wie du auch gesagt hast, Materialien auch neu zusammenstellt und die dann eben remixt. Und das, was du eingangs gesagt hast, können wir im Prinzip auch schon aus unserem bisherigen Verlauf auch der Fortbildung sagen, dass das Thema der eigenen Reputation, der eigenen, ja letztendlich ist das auch Eigenmarketing, was man betreibt, wenn man freie Materialien ins Netz stellt, weil dadurch wird natürlich die Aufmerksamkeit auf die Person auch und seine oder ihre Kompetenz gelenkt. David, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Auch dafür, dass wir den Blick nach Österreich werfen konnten. Und ich hoffe, wir bleiben weiter im Kontakt und werden noch ganz vieles und Tolles aus Österreich hören. In diesem Sinne, ich danke dir, Max. Ich danke.